siebte Rennen, Auftakt in die Super-Finish-Wette. Meiner Ansicht nach ein Rennen, wo man Lady Lucy auf jeden Fall beachten muss. Zweite Reihe innen, hinter einem schnellen Beginner. Vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man bald eine gute Lage hat und nicht so viel dafür riskieren muss. Ich weiß nicht, ob zweite Reihe generell ein Vorteil sein kann. Ich glaube nicht, weil man ist einfach in der zweiten Reihe. Und man muss dann schon sich immer wieder aufs Glück verlassen, ob man dann ein Rennen bekommt, das dem Pferd zugutekommt und auch entspricht. Aber sollte das passieren, dass sie ein anständiges Rennen bekommt, dann wird es sicherlich so sein, dass nach dem Laufen in St. Johann, wo die Conny das erste Mal wieder gefahren ist, in einem Rennen sie schon einen guten Eindruck hinterlassen hat. Apropos Conny, fährt ja auch Seppi Parosso. Dementsprechend wahrscheinlich ein braves Pferd, das man sich verlassen kann. Die ersten Fahrten, sag mal, werden ihr doch wahrscheinlich eher Pferde zu fahren gegeben, oder sie fährt Pferde, die jetzt nicht ganz so kompliziert sind. Absolut ein braves Pferd und natürlich wollen wir auch da nichts riskieren. Auf der anderen Seite ist es so, die Motivation bei der Cornelia ist natürlich schon vorhanden, so schnell wie möglich wieder in einen gewissen Takt hineinzukommen, um am Sport teilhaben zu können. Und auf der einen Seite ist das natürlich mit gewisser Vorsicht auch zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es gut, dass es so ist, damit hier auch wieder das Leben normal weitergeht oder einigermaßen normal weitergeht. Ist aber eigentlich schneller gegangen, als was, glaube ich, alle angenommen haben im ersten Moment. Aber da sieht man, dass sie eine richtige Kämpferin ist. Kein Wunder, du bist auch ein Kämpfer. Ja, man muss das schon separatisieren. Der Heilungszustand des Rückgrates, um das einmal zu dokumentieren, ist so weit fortgeschritten, dass eigentlich das abgeschlossen ist. Die andere Geschichte, was noch für ein normales Leben notwendig ist, dauert wohl etwas länger, aber das ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend für das, dass man im Sulke sitzen kann und entsprechend ein anständiges Rennen fahren kann. Also die Dinge muss man auseinanderhalten und es wird auch noch ein langer Weg sein, bis das Ganze wieder so im Lot ist, dass man sich mit dem auch arrangieren kann, so wie es einfach ist. Gleich wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Siebte Rennenauftakt in die Super-Finish-Wette mit Amigo Venus. Zuletzt du natürlich profitiert. Du hast es defensiv angelegt, andere sehr offensiv. Ist dir dann zugute gekommen? Ja, das muss man vorher eigentlich immer, kann man eigentlich vorher nicht so richtig wissen. Es ist aufgegangen, der Plan. Heute werde ich, glaube ich, wieder ein bisschen defensiv fahren, weil es sind doch ein bisschen stärkere Gegner heute drinnen. Und dann schauen wir, weil es ein braves, ehrliches Pferd und gibt eigentlich immer sein Bestes. Was rechnest du dir jetzt selber von Haus aus Platz unter den ersten drei? Oder was denkst du, ist hier möglich? Ich glaube schon, dass er unter die ersten drei laufen kann. Siebte Rennen geht in die Super-Finish-Wette mit 50 Cent Grundeinsatz, 1.500 Euro. Auszahlungsgarantie mit Dreamchiller, Start Nummer 8. Man wünscht sich eine andere Nummer nach Pause als die 8, vor allem mit einer schnellen Beginnerin. Ja, natürlich, die 8 ist nicht sehr glücklich für sie jetzt und das Rennen ist auch stark besetzt. Also das sind zwei Sachen, die was jetzt nicht für sie sprechen. Aber schauen wir mal jetzt am Ausstand, ich weiß jetzt nicht los von dem Start und so ist ganz gut drauf die Stute und ja, ich gebe einen richtigen Ausstand halt. Das heißt, erst eingesetzt auf den letzten 300-400 Metern? Ja, so ungefähr, also wie weit es jetzt da noch zieht und alles und wie gesagt, eben die 8 ist ja natürlich eine Katastrophe für sie.